Manchmal ist es ganz leicht, einem anderen Menschen das Leben zu retten. Ich bin Christiane Krug, ich habe Stammzellen gespendet und erfahren, wem ich eine zweite Chance auf Leben geben konnte. Hier sieht man, wie ich Stammzellen spende. Lebensretter sein und jemandem helfen, den Blutkrebs zu besiegen. Es ist schon ein tolles Gefühl, muss ich sagen, dass man einfach die Möglichkeit bekommen hat, jemandem zu helfen und dass es dann auch erfolgreich war. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh und glücklich. Die Chance auf ein zweites Leben. Mein Name ist Matthias Mark, ich bin 48 Jahre alt und ich habe Blutkrebs. Für seine Frau Tanja und ihn kam es völlig unerwartet. Seit 3 Monaten weiß Matthias Mark aus Meitingen bei Augsburg, dass er Blutkrebs hat. Ja, das ist jetzt die Kanzlei, die seit 18 Jahren unsere Existenz gesichert hat, die wir bei Null aufgebaut haben, an verschiedenen Standorten hier im Ort und die wir jetzt aufgrund dieser Krankheit schließen müssen. Wie es beruflich weitergeht, weiß er nicht. Alles ist ungewiss. Durch den Blutkrebs verändern sich Matthias Marks Blutzellen krankhaft. Mit Medikamenten ist das kaum in den Griff zu kriegen. "66 Tage Krankenhaus liegen bereits hinter ihm. Erst eine zweite, höher dosierte Chemotherapie wirkt. Der Blutkrebs wird zurückgedrängt, vorübergehend. Seitdem sucht Matthias Mark mit Hilfe der Aktion Knochenmarkspende Bayern einen Spender. Jemanden, der ihm gesunde Stammzellen spendet und das Leben rettet. Meine erste Frage an den Arzt war da gewesen, kann ich noch nächstes Jahr meinen Geburtstag feiern? Kann ich meinen Sohn noch aufwachsen sehen? Können wir als Familie noch viele Jahre verbringen? Noch immer suchen 10% der Patienten in Deutschland vergeblich nach einem Spender, weil der wie ein genetischer Zwilling sein muss. Das ist ein Foto aus guten Zeiten. Ist jetzt gerade mal ein Jahr her, das Foto. Ist noch gar nicht so alt. Aber vor dem Jahr, da habe ich noch 20 Kilo mehr gewogen als jetzt im Moment. Und da war die Welt sozusagen noch in Ordnung gewesen. Blutkrebs kann jeden treffen. Bis vor etwa 20 Jahren starb ein Großteil der Blutkrebspatienten, so wie Stefan Morsch 1984. Sein letzter Wunsch war es, eine Stiftung zu gründen, um Leukämiekranken zu helfen. Die Stefan-Morsch-Stiftung war die erste in Deutschland, die Spender in einer Datei sammelte. Inzwischen gibt es in Deutschland eine ganze Reihe gemeinnütziger Organisationen. Die größte ist die Deutsche Knochenmarkspende-Datei, DKMS. Sie geht zurück auf Mechthild Harff, die 1991 an Blutkrebs starb. Mein Vater hat einfach versucht, die ganze Welt in Bewegung zu bringen, um seine Frau zu retten. Und damals gab es nur 3000 registrierte Spender in Deutschland. Ihre Tochter Katharina Harff lebt heute in den USA. Im Kontroversgespräch erinnert sie sich, wie die Familie tausende Spender mobilisierte, vergeblich. Mein Vater musste ihr versprechen, sogar noch wirklich am Sterbebett. Sie wusste eigentlich schon selber, dass sie nicht überleben wird und hat gesagt, Peter, du musst das weitermachen für andere Patienten. Ich will nicht, dass Familien das durchmachen, was wir durchgemacht haben. Anfang der 90er Jahre waren in Deutschland 3000 mögliche Spender registriert. Heute sind es mehr als 9 Millionen. Doch noch immer findet nicht jeder Patient einen Spender. Alle 16 Minuten erkrankt jemand an Blutkrebs. Es kann jeden treffen auf der Welt, nicht nur mich. Wenn ich keinen Spender gefunden hätte, dann wäre ich jetzt tot. Ich bin Stürmer und ich will immer gewinnen. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Bitte mach mit, es geht ums Leben. Er hat sich registrieren lassen. Ich bin der Lukas Schneider, bin 21, aus Kirchdorf.
und bin Stammzellenspender. Dass Lukas Schneider einen Spendeausweis ständig bei sich trägt, daran hatte er schon gar nicht mehr gedacht. Eigentlich vergessen, ja, bloß immer umgerannt im nahe Geldball rein und aber drüber nachgedacht eigentlich nicht mehr. Vor 4 Jahren hat er sich typisieren lassen, als jemand im Ort einen Spender suchte. Das ist lange her. Und nun kam völlig überraschend eine Anfrage. In dem Moment habe ich mir gedacht, hey, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass ich typisiert bin überhaupt. Aber dann macht es cool eigentlich, weil es machen ja doch nicht so viele Menschen und das ist was Besonderes in Anführungszeichen. Und genau, man macht cool, das machst und fertig. Für seine Stammzellenspende nimmt er viel auf sich. 5 Tage lang 2 Spritzen am Tag. Schmerzen, Übelkeit, Fieber. Die Spritzen sollen das Immunsystem pushen, damit es möglichst viele Stammzellen produziert. Eine morgens, eine abends. 15 Minuten lang muss er sie in der Hand aufwärmen. Also es ist schon eine Belastung für den Körper, aber ich denke mal, man kann damit ein Menschenleben retten und dann kann man das schon mal eingehen, dass es am Wochenende einfach mal nicht so gut geht. Einmal. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dabei weiß er nicht einmal, für wen er spendet. Alles läuft streng anonym ab, um Spender und Patienten zu schützen. Mögliche Nebenwirkungen nimmt er auf sich, weil diese nach der Spende üblicherweise abklingen. Ich habe einen jungen Körper noch und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ob das ein Risiko für mich ist. Ich habe es ein bisschen durchgelesen, aber auf den Beipackzettel steht ja immer alles drauf, dass alles passieren kann. Und ich denke mal, ich bin jung, ich mache das für jemanden, der wo das echt wirklich braucht, und dann kann man sich das auch schon mal ausprobieren oder dann kann man das einmal machen. Jemandem mit seinen Stammzellen das Leben retten, damit im Körper des Patienten neue, gesunde Blutzellen entstehen können. Doch längst nicht alle finden einen Spender. Mein Name ist Markus Bornheim. Ich habe vor 14 Jahren Leukämie bekommen und ich habe auf Anhieb keinen Stammzellspender gefunden. Markus Bornheim ist heute Chefredakteur bei der Tagesschau in Hamburg. Vor 14 Jahren, im Frühjahr 2007, da ist er Anfang 30, arbeitet er als Korrespondent im Berliner Hauptstadtstudio und fühlt sich eines Tages plötzlich nicht mehr wohl. Er geht zum Arzt. Und dann hat er 3-4 Stunden später, als dann die Laborwerte bei ihm waren, ist er zu uns gekommen und hat wirklich Sturm geklingelt und hat gesagt, ihre Blutwerte sind so extrem, sofort Sachen packen und ab ins Krankenhaus. Sein Zustand verschlechtert sich dramatisch. Innerhalb von 2 Tagen bin ich ins Koma gefallen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe, weil sich die weißen Blutkörperchen so vermehrt haben im Blut und ich keine Chance mehr hatte, Sauerstoff zu transportieren. 12 Chemotherapien lässt er über sich ergehen. Doch die Krankheit kommt wieder zurück. Und das hat mich damals echt fast noch härter getroffen, emotional, als die Erstdiagnose. Und dann haben sie gesagt, okay, wir sehen eindeutig, die Leukämie wird immer wieder zurückkommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie brauchen eine Stammzellspende. Doch er findet keinen genetisch passenden Spender. Obwohl Tausende sich mit Hilfe der Stefan-Morsch-Stiftung für ihn typisieren lassen. Es bleibt ihm nur eine letzte riskante Möglichkeit: die Stammzellen seiner Mutter. Da ist die Behandlung und die Therapie so gefährlich, dass man nicht an der Leukämie stirbt, sondern eventuell an der Behandlung. In dieser Phase könnte jede noch so kleine Infektion, jeder Pilz tödlich für ihn sein. Zurück zu Matthias Mark. Er hat vor wenigen Tagen überraschend einen Spender gefunden. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Letzte Voruntersuchungen im Klinikum Augsburg. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn wieder Leukämie feststellbar ist. Also das heißt, sie schläft nicht mehr, sondern sie würde schon ausbrechen. Das wäre das Schlechteste heute, aber ich bin da ganz optimistisch, dass alles gut wird. Wir brauchen jetzt die Maske? Genau. Wenn die Abschlussuntersuchung gut verläuft und die Ärzte grünes Licht geben, kann Matthias Mark hier in wenigen Tagen die Stammzellen seines Spenders übertragen bekommen.
Und wenn sein Körper die fremden Stammzellen annimmt, können daraus neue, gesunde Blutzellen entstehen. Wenn aber die Leukämie jetzt wieder da ist, wird das alles unwägbar. Die Untersuchung ist beendet. Und, wie war's? Interessant. Sehr also interessant. Es hat jetzt keine Überraschungen gegeben. Es war insofern das, wo man sich ja informiert hat, wo man jetzt schon ungefähr wusste, was zu tun ist und was passieren wird. Vor Matthias Mark liegt jetzt eine Woche Chemotherapie, dann Stammzellenübertragung und schließlich 6 Wochen Krankenhaus, total isoliert. Niemand darf zu ihm. Die kleinste Infektion könnte ihn umbringen. Das ist uns nochmal deutlich gemacht worden. Keime, besonders Pilze, Schimmelpilze, sind dann die große Gefahr in den Monaten danach, weil das Immunsystem einfach so geschwächt ist. Deswegen keimfreie Umgebung, geschlossene Fenster, totale Isolation, wochenlang, in der Hoffnung auf ein zweites Leben. Gauting, südlich von München. Lukas Schneider auf dem Weg zu seiner Stammzellenspende. Der große Tag ist da. Lukas, wie geht's dir heute Morgen? Mir geht's gut. Also ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Schmerztabletten mehr genommen. Ja, kurze Nacht, nicht viel geschlafen. Ein wenig aufgeregt ist er schon. In der Geschäftsstelle der Aktion Knochenmarkspende Bayern erwartet man ihn bereits. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin die Teddy. Für seine Stammzellenspende ist alles vorbereitet. Dazu ist meist kein Eingriff mehr nötig. Lukas wird an eine Blutreinigungsmaschine angeschlossen, um die Stammzellen aus seinem Blut zu filtern. Über den rechten Arm wird ihm das Blut mit seinen Stammzellen entnommen und über den linken ohne Stammzellen wieder in den Körper geführt. Hier geht's gut auf jeden Fall. Also, alles geht. Alles verläuft ohne Komplikationen. Die Werte sind alle super okay. Kannst du die Geschwindigkeit sehen? Ist alles ganz schnell. Sehr gut. Lukas hat nicht lange überlegt, als er gefragt wurde, ob er Stammzellen spenden möchte. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der registrierten Spender um fast die Hälfte zurückgegangen. Wenn Sie davon ausgehen, dass wir im Jahr normalerweise zwischen 15.000 und 20.000 Spender aufnehmen, haben wir im letzten Jahr mit Mühe und Not 9.000 Spender aufgenommen. Und es wird dieses Jahr nicht furchtbar viel besser werden. Ja, und das ist schon wenig. Der Pool der Spender schrumpft zurzeit. Und damit sinken auch die Chancen vieler Patienten. Nach knapp 3 Stunden hat Lukas es überstanden. Er hat ausreichend Stammzellen für eine Spende abgegeben. Vielen, vielen Dank für die Spende. Das sind die Stammzellen, das ist Leben. Das war's schon. Jetzt werden Lukas Stammzellen möglichst schnell zum Patienten gebracht. Erleichtert, glücklich. Ganz gut eigentlich. Bisschen ausgelaucht, bisschen fertig. Aber sonst alles gut. Lukas ist müde. Aber er hat gerade ein Leben gerettet. Einen Tag danach findet in Meitingen bei Augsburg unter Corona-Auflagen eine Typisierungsveranstaltung statt. Registriert sind Sie nicht, oder? Eigentlich war diese Veranstaltung geplant, um für Matthias Mark einen Stammzellenspender zu suchen. Doch der hat inzwischen einen gefunden. Trotzdem ist er gekommen. Es gibt so viele Patienten, die auf einen Spender warten. Ich habe das Glück, dass ich einen gefunden habe oder für mich einer gefunden wurde. Aber es gibt so viele, die dringend angewiesen sind auf einen Spender. Und aus dem Grund wollen wir das einfach unterstützen. Der ganze Ort nimmt Anteil an seinem Schicksal. Die Presse ist gekommen, der Bürgermeister. Alle sind erleichtert, dass Matthias Mark einen Spender gefunden hat. Vor allem sein Sohn Sebastian. Ich finde das natürlich toll, weil die Stammzellspende, das ist einfach diese Möglichkeit, damit er überleben kann. Und
Ja, dann ist es natürlich toll, dass ich meinen Vater noch länger haben kann. Ja, das stimmt. Und ja. Da schaffen wir auch die 7 Wochen Krankenhaus. Die Familie hat ein Anliegen. Hallo. Hallo. Ein kleines Dankeschön für den Einsatz. Dankeschön. Danke. Für meinen Mann. Dankeschön. Vielen Dank. Christiane Krug aus Kühnhausen bei Pöttmes hat sich immer wieder gefragt, was aus dem Menschen geworden ist, dem sie Stammzellen gespendet hat. Bis dann vor ein paar Monaten ein Brief aus Kanada kam. Irgendwie habe ich mit einer E-Mail vielleicht gerechnet oder so. Aber als ich dann den Brief in der Hand habe, also das war wirklich ja, unbeschreiblich eigentlich. Das war, also es war in dem Moment eine Freundin bei mir und ich konnte dann gar nichts mehr sagen. Also ich war wirklich so sprachlos, ja. Mit ihrer Hilfe hat Michael aus Kanada den Krebs besiegt. Er und seine Frau durften nach 2 Jahren erfahren, wer die Spenderin ist und wollen sie jetzt kennenlernen. Ein paar Mal in der Woche schicken sie sich Nachrichten und hin und wieder skypen sie auch miteinander. Hi! Und das soll erst der Anfang sein. Es war sehr wichtig für mich, Christiane kennenzulernen. Sie hat mein Leben gerettet. Wenn Covid überstanden ist, möchte ich gern nach Deutschland kommen und Christiane und ihre Familie kennenlernen. Genetische Zwillinge, tausende Kilometer entfernt. Der Beginn einer Freundschaft. Bei Markus Bornheim war es völlig ungewiss, ob er überleben würde. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie der Arzt am entscheidenden Tag zu ihm ins Krankenzimmer kam und ihm den Beutel mit den Stammzellen seiner Mutter zeigte. Das ist ein kleines Tütchen, so groß, weiß nicht, wie eine EC-Karte ungefähr. 1 Million Stammzellen waren da drin, aufbereitet. Und hat gesagt, es war irgendwie so kurz vor 8 und hat gesagt, so, jetzt wagen wir es, jetzt geht's los. In diesem Moment hätte es schiefgehen können, doch sein Körper nimmt die Stammzellen an. Ein kleines Wunder. Ich habe ja auch in der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, viele Mitpatienten sterben gesehen, die teilweise nach mir oder mit mir eingewiesen worden sind, wo sich dann Familien auch verabschieden mussten, einfach in der Zeit. Und ich habe ein ganz, ganz großes Gefühl der Dankbarkeit in dem Moment erlebt und auch der Demut. Und dann kam der Augenblick, wo er wusste, er hat es geschafft. In dem Moment ist es natürlich so, dass man sagt so, ja, tschakka, das jetzt könnte sein, jetzt hast du es geschafft. Und dann fängt man wieder an, Pläne zu machen. Also ich habe mir zu dem Zeitpunkt vorgenommen, ich möchte unbedingt mit einem Mountainbike nochmal über die Alpen fahren. Und habe dann ab dem Moment daraufhin trainiert. Die Chance auf ein zweites Leben. Darauf hofft auch Matthias Mark. Seit Samstag liegt er hier im Klinikum Augsburg. Er bekommt gerade die vorbereitende Chemotherapie und in wenigen Tagen dann seine Stammzellentransplantation. Alles Gute, Matthias.